Servus und hallo zu Scrap mich, Yannick, und willkommen zurück zur großen Lagerhalle. Der liebe Xarox, wie spricht man aus? Xorox? Ach, Peter. Nein, der liebe Xarox und die Xialin haben die Lagerhalle sich angeschaut. Vielen Dank dafür. Ich hab's mir angeschaut. Cooles Video. Nur, eigentlich hat er total versagt. Beim Draufstellen der Palette. Er kann aber nichts dafür. Das war meine Schuld. Ich habe in der Beschreibung den falschen Stapler verlinkt, beziehungsweise erst gar nicht den richtigen Stapler verlinkt. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video. Ich habe nämlich in keinem einzigen Video euch gezeigt, wie man diese Palette denn auf das Förderband stellt. Und da ist der liebe Xarok da leider total gescheitert. Und Achtung, jetzt droppen die Frames ein wenig. Rechts oben könnt ihr es erkennen, 17. Also es ist nicht nur bei Xarok und Xialin so, nein, es ist auch noch bei mir so. Okay, wir kommen jetzt kurz zu den Kleinigkeiten. Was ich toll fand, er hat erkannt, oder die beiden haben erkannt, ich muss ja die beiden, es waren ja beide, sorry, wenn ich immer nur einen von euch erwähne. Ihr habt das hier als Ladestation erkannt, genau für Elektro, denn in Lagerhallen ist es, soweit ich weiß, gar nicht mehr erlaubt, mit Gasstaplern zu fahren, beziehungsweise mit Dieselstaplern. Gas erlaubt, Diesel ist absolutes No-Go. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht entsinnen, dass ihr im Video hier reingeschaut habt. Nochmal für alle zum Mitschreiben, hier geht das Licht an. Ich weiß gar nicht, ob das an war, ich kann mich da echt gerade nicht entsinnen. Aber hier drinnen ist der Schalter fürs Licht. Ich lasse es jetzt, ach komm, lass mal es an, das sieht einfach schöner aus. Tada, die Frames gehen deswegen nicht runter, das beeinflusst das null. Okay, dann, sie haben ja gedacht, dass das hier zum Anfahren von einem LKW ist, dass der hierher fährt. Deswegen ist ja die Lagerhalle auch etwas höher, sieht man ja. Das ist falsch. Das ist keine Ladebucht, nein, das ist einfach nur quasi ein Tor oder eine Öffnung in die nächste Halle, die hier dann rankommen soll. Das Ganze läuft ja nun mal einfach momentan noch nicht wegen der Performance. Das gilt auch für die Öffnung hier und für die Öffnung hier. Da soll es noch viel weiter gehen. Das wird riesengroß später. Ich habe da echt Großes vor. Es geht aber leider nicht wegen der Performance momentan. Deswegen kommt es so stückchenweise, so häppchenweise. Und dann wird das alles schön zusammengefügt, wenn es denn mal endlich läuft. Und so eine Ladebucht werde ich dann bauen. Ich habe schon angefangen, habe auch das schon an einen Auflieger angepasst, aber es endet im Absturz, wenn ich mit dem Aufhänger ranfahre. Schon allein nur den Auflieger mit einem LKW ranzufahren, endet in einer absoluten Ruckelorgie, und wenn es dann ans Gebäude rankommt, dann kann es sein, es schmiert ab, was auch passiert ist. So, hier ist der Start. Ich habe hier noch extra diese Blöcke. Ich zeige das jetzt mal. Oh, upla, wieso mache ich jetzt das Buch auf? Ich zeige das jetzt hier nochmal kurz. Ich habe ja hier zwei Paletten, da kann ich das so gleich zeigen. Jetzt nehmen wir mal den Stapel hier. Ihr beiden, das ist der richtige Stapler. Der ist original von Eichhorn. Der hat eine stufenlose Anhebung. Deswegen ist es ganz easy, das hier drauf zu stellen. Der Ausschnitt ist übrigens genauso groß, dass man die Palette hier, die größte Palette, die ich in meinem Portfolio habe, hier reinstellen kann. Das ist mit Absicht so gemacht. Klar, man kann es natürlich auch noch erhöhen oder auch wegmachen, das ist euch überlassen. Aber hier ist der Start. Es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich dann hier vielleicht doch auch noch visuell einen Pfeil hinmache für den Start. Hier geht es in diese Richtung. Oh, ich mache was hin und ich habe mehr Performance. Bessere Frames, naja, egal. Auf jeden Fall schnappe ich mir jetzt den Stapler, mit dem geht's nämlich ohne Probleme. Das ist nicht die Version, die jetzt im Workshop ist, die hat eine 90 Grad Lenkung hier, die muss ich noch updaten im Workshop, werde ich tun. So, wir haben einmal hier die 4, da können wir das Ganze etwas höher machen, und mit der 1 gehen wir noch höher, da haben wir diese stufenlose Anhebung. So, und jetzt holen wir mal die hier raus. So, ein bisschen höher. Mit dem funktioniert das wunderbar. Das Ganze können wir natürlich auch. Moment, ich muss mal kurz hier Camera Mode strikt. Ich brauche den Free Camera Mode hier. Das Ganze können wir natürlich auch lehnen.
Dann können wir wieder ein bisschen runter. Man meint immer, der kippt gleich, aber ich habe hinten extra diese Stützen noch hingemacht, dass er nicht sofort kippt. So. Und jetzt gehen wir ein Stückchen runter. Oh, ich bin zu weit rechts. Oh, ich bin immer noch zu weit rechts. Gehen wir noch ein Stückchen runter. Das ist zu viel. So, jetzt aber. Jetzt passt er perfekt rein. Da. Tada. Und dann kann man das hier. Oh, ein bisschen rechts. Ablassen. Zu weit. Ich blick's gerade gar nicht, sorry. So, und dann sitzt das Ding drauf. Und das Problem an diesem Stapler, deswegen habe ich Lord Paints noch drin verlinkt. Ich glaube, ein Stabilisator würde dem gut tun. Ich muss mal ausprobieren. Deswegen habe ich Lord Paints Stapler verlinkt. Wenn ich den hier jetzt hochfahre, wir können ja einmal hier das erhöhen. Und dann können wir einmal noch hier das noch ganz nach oben machen. Und dann werdet ihr sehen, wo das Problem liegt. So, jetzt sind wir ganz oben. Und das Problem ist, ich bin genau auf dieser Höhe hier. Ich bin zu blöd für das, aber dass es passt. Ich müsste Eichhorn mir zur Hilfe holen, damit ich den höher krieg. Eventuell würde auch helfen, wenn ich hier diesen Sensor, der ist schon auf 1, aber der Sensor ist nötig. Vielleicht den Sensor 1 höher setzen. Vielleicht geht es dann gerade so hoch, dass man dann hochkommt. Es ist blöd. Es ist wirklich blöd. Und deswegen ist Lord Paints Stapler verlinkt, weil der ist genau darauf eingestellt. Und der ist halt langsam, natürlich, aber dafür ist er stufenlos. Das ist halt der Vorteil von dem Stapler hier. Der ist stufenlos. Ich sag's doch 100-mal. Und der funktioniert richtig gut. Okay, aber jetzt sei's drum. Starten wir das Ding. Gut, das hat ja dann alles wunderbar funktioniert. Aber jetzt kommen wir kurz, warum die hier noch da sind. Das ist ehrlich gesagt ein Versehen, die sollten eigentlich gar nicht mehr da sein. Aber man kann hier jetzt diesen Block hinmachen und ich kann dann das mir hier schnappen. Jetzt habe ich auf der falschen Seite. Ich muss den da nehmen, sonst fällt es mir gleich wieder raus. Und kann dann hier hinschweißen, den Block entfernen und dann geht das Ding weiter. So, Xarok und Xialin. Jetzt seht ihr auch gleich, wie gut es funktioniert. Solange das Ding da oben ist, bleibt das stehen. Also du kannst da auch mehrere, oder ihr beiden könnt da mehrere, oder alle allgemein, ihr könnt da mehrere... Oh, Farbfehler. Farbfehler. Ihr könnt da mehrere Paletten draufstellen. Und erst sobald es wieder unten ist, läuft es auch wieder weiter. Das funktioniert mit allen Modulen. So, ihr könnt euch auch gern noch mal das Modulvideo angucken, das Tutorial, wo ich zeige, wie das Ganze funktioniert. Ja. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr habt eigentlich gar nichts falsch gemacht. Ihr wusstet es einfach nicht. Ihr habt leider den Stapler hier übersehen, der extra für die Palette ist. Die alten Stapler sind Müll. Die müsste ich umbauen. Die werde ich auch irgendwann umbauen, aber ich habe leider gerade einfach viel zu wenig Zeit und auch viel zu wenig Lust, um ehrlich zu sein, um da gerade was dran zu basteln. Trotzdem nochmal vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch das angeschaut habt. Hat mich echt gefreut. Ja, ich hoffe, das Video hat jetzt euch allen gefallen. Euch zwei natürlich auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Scrap Mechanic Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Oh, stopp, ich habe was vergessen. Es heißt übrigens, genau wie man es eigentlich liest, Quacker. Quacker Jack. Jack wie im Englischen den Jack. Man einfach entweder nur Jack oder Quacker. Oder wenn das euch doch zu hoch ist, Tommy geht auch. Also gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.